Guten Abend, meine Damen und Herren. Städte dürfen ein Fahrverbot für Dieselfahrzeuge verhängen. Das hat heute das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig entschieden. Der Entscheidung ist eine lebhafte Diskussion um die Feinstoffbelastung in Städten vorausgegangen. Das Urteil bedeutet nicht, dass die Städte nun unmittelbar Fahrverbote verhängen werden. Die Voraussetzungen sind dafür jedoch geschaffen. Dieselfahrer müssen in Zukunft in einigen Städten mit Fahrverboten rechnen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat am Mittag im Fall von Stuttgart und Düsseldorf entschieden, dass Städte Fahrverbote bei Überschreiten von Grenzwerten verhängen können. Für 61% der Stickstoffbelastung in den Innenstädten ist der Verkehr verantwortlich. Und beim Verkehr sind es vor allem Diesel-Pkw mit über 72% und mit 19% Diesel-Lkw. In vielen deutschen Städten werden deshalb die Grenzwerte für giftige Stickoxide überschritten. Am schlechtesten ist die Luft in München, gefolgt von Stuttgart, Köln und Reutlingen. Insgesamt sind es rund 70 Städte und es gilt als wahrscheinlich, dass das Leipziger Urteil für sie alle Folgen hat. Darüber entscheiden die dortigen Gerichte natürlich in richterlicher Unabhängigkeit. Aber ich denke, es ist zu erwarten, dass dieses Urteil, was heute gesprochen worden ist, und die entsprechenden Urteilsgründe, die in einigen Wochen zu erwarten sind, auch ausstrahlen werden auf die Rechtsprechung der unteren Instanzen. In den meisten Städten ist es aber noch offen, wo und wann Fahrverbote kommen sollen. Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig hat damit die Revision gegen ein Urteil des Verwaltungsgerichts in Düsseldorf zurückgewiesen. Hintergrund war die Forderung nach einer bundeseinheitlichen Rechtsgrundlage durch das Land Nordrhein-Westfalen. Das Gericht hat heute entschieden, dass vor dem Hintergrund des Unionsrechts, also des Europarechts, Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge ausnahmsweise möglich sein können. Denn das Europarecht verpflichtet ja dazu, die Grenzwerte für Stickstoffdioxid schnellstmöglich einzuhalten. Deswegen sind die Länder auch gehalten, bei der Erstellung ihrer Luftreinhaltepläne, die ja hier gegenständlich waren, solche Maßnahmen jedenfalls dann zu prüfen, wenn die Verkehrsverbote die einzige Möglichkeit sind, um die Grenzwerte möglichst schnell einzuhalten. Der Senat hat da sehr deutlich differenziert, also hat besonders betont, dass bei Einführung solcher Verkehrsverbote für Dieselkraftfahrzeuge der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu beachten ist. Das heißt, es ist eine stufenweise Einführung in Erwägung zu ziehen, dass also zunächst die älteren Fahrzeuge, etwa bis Abgasnorm Euro 4, zunächst mit Verkehrsverboten belegt werden können. Und der Senat hat auch festgestellt, dass Fahrzeuge, die Abgasnorm Euro 5 erfüllen, nicht vor dem 1. September 2019 mit Verkehrsverboten belegt werden dürfen. Und was die Handwerker angeht und sonstige Härtefälle, hat der Senat hervorgehoben, dass natürlich auch hinreichend Ausnahmen geschaffen werden müssen für diese betroffenen Personengruppen. Ja, und die Städte sind unmittelbar betroffen. Ich habe Gelegenheit, jetzt mit dem Oberbürgermeister von Stuttgart zu sprechen. Herr Kuhn, die Stadt Hamburg hat schon angekündigt, ab April gäbe es Fahrverbote. Wann werden Sie das in Stuttgart umsetzen? Also in Stuttgart ist es ja so, dass das Land Baden-Württemberg jetzt erst einen neuen Luftreinhalteplan machen muss auf der Basis des Urteils des Bundesverwaltungsgerichts von heute. Und wenn der kommt, dann wird da drinstehen, ab wann welche Fahrzeuge nicht mehr fahren dürfen. Was bedeutet das jetzt als Urteil für Stuttgart? Weil in Stuttgart ist ja nun eine sozusagen besonders prekäre Situation offenbar eingetreten. Also selbstverständlich sind solche Fahrverbote nicht einfach einzurichten. Das ist die Stadt Stuttgart, hat im Stuttgarter Tal, im Stuttgarter Kessel ungeheuer viele Betriebe, Einkaufsstätten und so weiter. Und das wird nicht einfach umzusetzen. Aber das Urteil ist ja in höchster Instanz jetzt gesprochen. Und deswegen wird das Land einen Luftreinhalteplan machen, der dem Urteil zu Recht entspricht. Wichtig ist, dass jetzt Rechtsklarheit ist, denn der Bund hat die Gemeinden des Landes ja jetzt mehrere Jahre im Unklaren und im Stich gelassen. Und deswegen ist es gut, dass jetzt endlich Klarheit entstanden ist. Wichtig ist eines, das Gericht hat ja Verhältnismäßigkeit berücksichtigt. Das heißt, es lädt die Länder und fordert sie auf zur Differenzierung. Das macht es etwas handhabbarer, weil die schlechten Euro 4 Fahrzeuge früher verboten werden können als die Euro 5 Fahrzeuge. Da sagt das Gericht ja, vor 1.9.2019 dürfen die gar nicht verboten werden, sodass eine gewisse Staffelung entstehen wird.
Jetzt hat es ja auch im Vorfeld noch mal Überlegungen gegeben, etwa zum Beispiel den öffentlichen Nahverkehr kostenlos anzubieten. Gibt es außer Fahrverboten noch Alternativen? Also das war ja eine Nebelkerze der Bundesregierung in Richtung EU. Ist ja gestern auch abgemeldet worden von den Gemeinden und von der Bundesregierung. Wichtig ist jetzt, dass der Bund mehr Mittel für die Gemeinden zur Infrastruktur, Ausbau ÖPNV gibt. Das ist der erste Schritt und dann kann man über Tarifsenkungen sprechen. Selbstverständlich gibt es Möglichkeiten und das ist auch die Aufgabe von mir als Oberbürgermeister, nämlich dass wir schnell, noch schneller als geplant, jetzt neue Möglichkeiten für den ÖPNV schaffen, Busse umrüsten. Wir werden zum Beispiel eine neue Schnellbuslinie schaffen, die im 5-Minuten-Takt in die Innenstadt fährt. Alles noch in diesem Jahr. Also es gibt viel zu tun für den ÖPNV, aber im Grundsatz muss auch die Automobilindustrie jetzt ihrer Verantwortung Rechnung tragen, was die Umrüstungen angeht, was Elektromobilität angeht. Sie können ja auf dem deutschen Markt kaum ein bezahlbares Elektrofahrzeug kaufen. Auch da muss sich viel tun. Und dann kann man die schlimmsten Auswirkungen von Verboten noch reduzieren. Herr Kuhn, wenn diese Fahrverbote kommen, dann bedeutet das ja auch ein Fahrverbot für Zuliefer-LKWs. Nun ist eine solche Innenstadt ja nicht denkbar, ohne dass eine Zulieferung zum Beispiel für Geschäfte und Läden möglich ist. Was bedeutet das denn? Oder gibt es da eine Sorge von Ihnen für die Innenstädte? Also das Land ist ja aufgefordert worden vom Bundesverwaltungsgericht, auch Ausnahmen zu schaffen, zum Beispiel für Handwerkerfahrzeuge. Ich gehe davon aus, dass da auch die Belieferung von Geschäften mit ihren Produkten mit unter Ausnahmeregelungen fallen wird. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Aber wir bauen ja parallel auch dazu auf, ein City-Logistik-Konzept, wo viele Waren auch mit Elektrofahrrädern ausgeliefert werden können. Aber für die großen Sprinter zum Beispiel muss man schon noch eine Ausnahmeregelung zu schaffen haben. Herr Kuhn, vielen Dank für die Erläuterung. Ich danke Ihnen. Die Bundesregierung fürchtet Fahrverbote. Die Innenstädte der betroffenen Kommunen wären massiv betroffen, fürchtet die Wirtschaft doch. Die Kanzlerin hat heute angekündigt, das Urteil prüfen zu lassen und verweist darauf, dass die Belastung für die Städte sehr unterschiedlich ausfallen wird. Das Urteil ist ja gerade eben erst ergangen. Wir werden das natürlich prüfen. Ein erster Blick auf dieses Urteil sagt uns, dass hier natürlich auf die Grenzwerteinhaltung hingewiesen wird, dass wer jetzt die rechtlichen Handlungsoptionen hat, das müssen wir prüfen. Wir werden deshalb mit den Kommunen und den Ländern natürlich in ein Gespräch eintreten. Aber und gleichzeitig fühlen wir uns in unseren Maßnahmen, die wir jetzt auch in dem Plan saubere Luft 2017 bis 2020 unternommen haben, sehr bestätigt. Wir wissen, dass sehr viele der heute betroffenen Städte nicht so sehr große Überschreitungen der Grenzwerte haben. Das Thema Verhältnismäßigkeit spielt in dem Urteil auch eine große Rolle. Das heißt, wir können hier vielleicht sehr schnell schon die notwendigen Grenzwerte einhalten. Und dann gibt es einige Städte, die besondere Probleme haben. Und hier werden wir uns noch mal ganz gesondert natürlich auch anschauen, wie und in welcher Weise wir hier handeln sollen. Sie haben ja, kennen ja unseren Brief an die Europäische Kommission, in dem wir auch argumentiert haben. Und auf jeden Fall müssen die Luftreinhaltepläne auch mit Hilfen des Bundes natürlich mit allem Nachdruck jetzt umgesetzt werden. Und weiteres besprechen wir mit all den Betroffenen. Was heute vielleicht nur wichtig ist, ist, es geht um einzelne Städte, in denen muss noch mehr gehandelt werden. Aber es geht wirklich nicht um die gesamte Fläche und alle Autobesitzer in Deutschland. Das ist, glaube ich, wichtig an diesem Tag auch zu sagen. Und wir können sprechen mit Professor Ferdinand Dudenhöfer. Herr Dudenhöfer, ist das, was jetzt entschieden worden ist, von größeren Folgen für die Autoindustrie?
Es ist zumindest für große Folgen für die Händler, denn die Gebrauchtwagenpreise für Diesel, die fallen jetzt weiter dramatisch. Die Autobanken werden Abschreibungen vornehmen müssen. Bei den Autobauern selbst ist es so, dass das Thema ja überwiegend in Deutschland lokalisiert ist. In China, in Amerika interessiert es niemand und da kommen ja die großen Gewinne her. Also für die Gewinne der Autobauer und für die Zukunft der Autobauer bleibt zwar ein katastrophales Bild in Deutschland hängen, aber im Rest der Welt wird man es relativ gut auspendeln. Trotzdem muss man fragen, das hat ja wie ein Damoklesschwert über der Autoindustrie gehangen. Hat die Autoindustrie dieses Problem nicht wirklich ernst genommen? Die Autoindustrie hat es nicht ernst genommen und noch weniger ernst hat es eigentlich die Regierung in Berlin genommen. Seit dem Jahr 2010, seit 8 Jahren, wird die Bundeskanzlerin und sämtliche Minister von der EU-Kommission abgemahnt. 8 Jahre lang hat man absolut nichts gemacht. 2 Verkehrsminister, 3 Verkehrsminister haben katastrophale Arbeit gemacht. Wir haben ein Kraftfahrtbundesamt, was sich über diese Sachen, um diese Sachen überhaupt nicht gekümmert hat, weil sie das Know-how, das Verständnis nicht haben. Man hat sie im Unwissen, in Unwissenheit gelassen und jetzt tut man so, als wäre man überrascht. Also wir haben großes Politikversagen und natürlich auch ein Versagen der Automobilindustrie. Jetzt erinnern wir uns noch an die Dieselgipfel. Da hat es 2 große Termine gegeben. Da wurde die Bundesregierung mit eingeschaltet, die Kanzlerin. Wie kommt es dazu, dass große Dieselgipfel stattfinden, aber die Folgen einer solchen Entscheidung wie heute offenbar jetzt nun doch überraschen mit Folgen, die man noch nicht einschätzen kann? Naja, die Entscheidungen sind eigentlich nicht überraschend. Die Kanzlerin kannte diese Entscheidungen. Sie wusste genau, wo das hingeht. Und trotzdem hat sie mit der ruhigen Hand reagiert und dachte, dieser Nebel löst sich von alleine auf. Genauso wie die EU-Kommission ja nochmals abgemahnt hat. Und da hat man so lapidare Schreiben hingeschickt, wie wir machen jetzt in 3, 4 Städten den öffentlichen Nahverkehr kostenlos. Völlig undurchdacht, einfach als Chaos dahingeschickt. Also das erweckt schon den Eindruck, als hätte man mehr Pressetermine mitgemacht, statt wirkliche Dieselgipfel. Umgesetzt worden ist da gar nichts und das, was angepackt worden ist, ist eigentlich sehr laienhaft angepackt worden. Deshalb sitzen wir heute in dieser Situation. Was man bräuchte, wären Hardware-Nachrüstungen von den Autobauern. Die kann man beauftragen, die umzusetzen. Und die Politik soll sich ein Konzept überlegen, dass man mit höheren Dieselsteuern, das ist durchaus denkbar und ist auch vernünftig, die Nachrüstungen für die Autofahrer bezahlt, dann würden wir am schnellsten die Gemeinden, die Leute, die dort wohnen, aber auch die Autobesitzer aus diesem Dilemma herauskommen. Herr Dudenhöfer, wir haben immer wieder davon gehört, dass die Autoindustrie sich bemühe, zum Beispiel auch um Elektro-Lieferwagen. Der einzige, der existiert, ist von einem privaten Unternehmen, das die Post inzwischen gekauft hat. Wie kommt es dazu? Die Autobauer haben einfach die Elektromobilität nicht richtig ernst genommen. Sie dachten, sie können mit dem Diesel in die langfristige Zukunft gehen. Dann hat sich gezeigt, dass in China man das völlig anders sieht. Das ist der wichtigste Markt der Welt. Und dann ist Dieselgate dazugekommen in den USA vor 2 Jahren mit VW. Und dann ist der ganze Diesel eigentlich zusammengebrochen. Und dann stand man im Prinzip vor dem Nichts und hat angefangen, jetzt in Elektromobilität zu gehen. Deshalb gibt es übrigens auch jetzt lange Lieferzeiten für Elektroautos, obwohl es gar nicht so viele sind, die man braucht. Also man hat den Markt völlig falsch eingeschätzt, weil man von Dieselgate und den Folgen vom Diesel und den Ausstieg aus dem Diesel völlig überrascht worden ist. Herr Dudenhöfer, danke für die Einschätzung. Ich bedanke mich. Während die Deutsche Umwelthilfe das Urteil heute begrüßt hat, gibt es massive Kritik vom Verband der Autoindustrie. Die Umwelthilfe hat mehrfach Klagen eingebracht, um Fahrverbote möglich zu machen. Es ist heute ein ganz großer Tag für die saubere Luft in Deutschland. Wir haben für die Menschen in den Städten die saubere Luft erkämpft. Das Bundesverwaltungsgericht hat uns in allen inhaltlichen Punkten Recht gegeben. Sowohl streckenbezogene wie auch zonenbezogene Fahrverbote für Dieselfahrzeuge sind rechtens. Das Gericht hat auch zum Ausdruck gebracht, dass das Europarecht, der Gesundheitsschutz, so hoch anzunehmen sind, dass entgegenstehende nationale Regelungen unangewandt
angewandt bleiben müssen und eben unmittelbar die Politik jetzt Dieselfahrzeuge aussperren muss. Dieselfahrzeuge der Abgasstufe Euro 4 und älter können sofort und müssen sofort ausgesteuert werden, dort in den Städten, wo es notwendig ist. Für Euro 5 Fahrzeuge, das ist für uns jetzt ein kleiner Kompromiss, müssen wir noch ein Jahr warten. Das soll erst eben im September dann 2019 der Fall sein. Vielleicht ist diese Entscheidung aber auch eine salomonische, weil hier geht es um besonders viele Millionen Dieselfahrzeuge. Bis zu diesem Zeitpunkt, also ungefähr in anderthalb Jahren, hat jetzt die Automobilindustrie die Chance, über eine kostenlose Nachbesserung, über eine kostenlose Nachrüstung mit funktionierenden Abgasanlagen, die auf der Straße die Grenzwerte des Labors einhalten, diesen Menschen, die sie betrogen haben, mit eben einem Verkauf eines Fahrzeugs, das nur in den Laborsituationen sauber ist, diesen Menschen eben einen Ausgleich zu liefern und deren Mobilität sicherzustellen. Wir hoffen, dass am Ende herauskommt, dass die Dieselfahrverbote nur relativ wenig Fahrzeuge betreffen, weil eben die meisten von diesen Fahrzeugen entweder zurückgekauft wurden oder in einen Zustand versetzt wurden, dass sie nicht mehr unsere Städte vergiften mit dem Dieselabgasgift Stickstoffdioxid. Das Problem der Entscheidung besteht darin, dass in einzelnen Städten unterschiedliche Regelungen getroffen werden könnten. Das sehen wir mit Sorge. Denn ein Flickenteppich unterschiedlichster Regelungen würde natürlich die Autofahrer verunsichern. Deswegen hoffen wir, dass es zu einer vernünftigen, bundeseinheitlichen Regelung kommt. Deswegen fühlen wir uns ermutigt, den Weg weiterzugehen, alles daran zu setzen durch Erneuerung der Flotte, durch Software-Updates, die pro Fahrzeug 25-30% Reduzierung der Stickoxide bringen, durch Digitalisierung der Stadt, durch Erneuerung der Bus- und Taxiflotten zu einer weiteren Verbesserung der Situation in den Städten zu kommen. Und wir werden mit dieser Strategie, die wir als deutsche Automobilindustrie betreiben, wie keine andere Automobilindustrie der Welt, am Ende auch um das Jahr 2020 in jeder Stadt die kritischen Grenzwerte unterschritten haben. Tatsächlich scheinen die Autobauer das Problem Diesel vernachlässigt zu haben. Bundesumweltministerin Hendricks hatte Nachrüstungen immer wieder angemahnt, nicht zuletzt bei den Diesel-Gipfeln im August und im November letzten Jahres. Doch die Autoindustrie lehnte ab, sie seien technisch zu aufwendig und zu teuer. Das Bundesverwaltungsgericht hat heute das Recht der Bevölkerung auf saubere Luft in den Städten bekräftigt. Es hat keine Fahrverbote verhängt, aber es hat Rechtsklarheit geschaffen, inwieweit Kommunen zum Schutz der Bevölkerung den Verkehr einschränken dürfen. Das heißt nicht, dass jetzt von heute auf morgen Fahrverbote in Kraft treten. Mein Ziel ist und bleibt, dass Fahrverbote möglichst nie in Kraft treten müssen. Weil wir es nämlich schaffen können, die Luft auf anderem Wege auch sauber zu bekommen. Wir werden jetzt mit den Ländern und Kommunen schnellstmöglich besprechen, welche Konsequenzen aus diesem Urteil zu ziehen sind. Es gibt viele Instrumente, um die Schadstoffbelastung in den Städten zu senken. Es geht jetzt darum, gerade den belasteten Städten alle Unterstützung zu bieten, um das Problem zu lösen und um die Verkehrssysteme in diesen besonders belasteten Städten auch sauber zu bekommen. Die Verursacher des Problems sind die Autohersteller und die dürfen wir nicht aus ihrer Verantwortung entlassen. Darauf haben die Verbraucherinnen und Verbraucher einen Anspruch. Wir brauchen also nicht nur Software-Updates, sondern auch technische Nachrüstung von Dieselfahrzeugen, die so viel bringen, dass der Stickoxidausstoß deutlich sinkt und man damit dann weiter in die Innenstädte fahren kann. Unser Ziel ist dabei nach wie vor natürlich Fahrverbote zu vermeiden. Wir wollen keine Fahrverbote und das hat auch die neue Bundesregierung, wenn sie denn in den nächsten zwei Wochen dann ins Amt kommen sollte, in ihrer Koalitionsvereinbarung auch so festgelegt. Fakt ist, die Stickoxidbelastung ist in den vergangenen Jahren kontinuierlich und signifikant gesunken, im Straßenverkehr seit dem Jahr 2000 um knapp 60% bis heute, seit Anfang der 90er Jahre sogar um knapp 70%. Diesen Weg müssen wir weiter beschreiten.
Die Bundesregierung tut alles, um die Luft und die Lebensqualität in unseren Städten zu verbessern. Wir haben dafür das bereits erwähnte schlagkräftige Sofortprogramm Saubere Luft in Milliardenhöhe auf den Weg gebracht. Dazu gehören vor allem auch Elektrifizierung, Digitalisierung des Verkehrs, Emissionsanforderungen an Busse und Taxen, kostenlose ÖPNV-Verbote in der Form, wie wir sie jetzt auch diskutiert haben, Regelungen für eine gezielte Verkehrslenkung, Erprobung von Maßnahmen in einzelnen Städten. Mit diesem intelligenten, passgenauen und maßgeschneiderten Maßnahmenpaket trägt die Bundesregierung dazu bei, Mobilität in den Städten nachhaltig und emissionsarm zu gestalten. Heute haben sich im Deutschen Bundestag auch die Abgeordneten zu den Konsequenzen des Urteils in Leipzig geäußert. Wir zeigen Ihnen einen Zusammenschnitt der wichtigsten Statements der Fraktionen. Das Bundesverwaltungsgericht hat unsere Haltung bestätigt, dass auch heute schon die Kommunen Handlungsmöglichkeiten haben, um verkehrslenkende Maßnahmen zu ergreifen. Das Verwaltungsgericht hat auch deutlich darauf hingewiesen, dass diese Maßnahmen verhältnismäßig sein müssen. Dazu gehört aus unserer Sicht auch, dass diejenigen Fahrzeuge, die sich hauptsächlich in der Stadt aufhalten, beispielsweise ÖPNV-Busse, Taxis, städtische Flotten, als alles Ersteres emissionsarm gemacht werden müssen. Dabei haben wir auch in der Vergangenheit den Städten Unterstützung vom Bund zugesagt. Und wir werden weiterhin in den Städten, wo wir Grenzwertüberschreitungen haben, mit denen wir ja regelmäßig auch im Austausch und Kontakt stehen, die Maßnahmenpakete, die wirkungsvoll sind, weiterentwickeln. Das heißt nicht zwingend, streckenbezogen und temporär Fahrverbote auszusprechen, sondern das heißt, intelligente Verkehrssteuerungsmaßnahmen, zum Beispiel mittels auch Digitalisierung, zu ergreifen, um die Belastungen in den genannten Städten zu reduzieren. Unser Ziel ist es, weiter Fahrverbote zu vermeiden. Wenn überhaupt, müssen sie die lokale Ausnahme bleiben. Es ist auch ausdrücklich in diesem Urteil darauf hingewiesen worden, dass bei der Verhängung solcher lokalen Fahrverbote dann die Verhältnismäßigkeit beachtet werden sollte. Wir glauben, dass es darum geht, die Kommunen jetzt auch zu unterstützen, weiter zu unterstützen. Es braucht neue Mobilitätskonzepte, damit die Kommunen eben auch dann die Grenzwerte einhalten können. Und das bedeutet auch umrüsten, auch die ganzen Flotten umrüsten, des öffentlichen Nahverkehr, mehr Radverkehr zu ermöglichen und vieles mehr. Deswegen ist es sicherlich richtig, dass wir an dieser Stelle, und das fordern wir auch ein, die Bundesregierung auffordern, dass sie jetzt sehr bald mit den Ländern und Kommunen noch mal zusammenkommt, um weitere Maßnahmen zu verabreden. Ich finde es wirklich skandalös, dass jetzt Millionen Autofahrer die Betrügereien der Autokonzerne und die Rückgratlosigkeit der Politik ausbaden müssen, weil sie möglicherweise nicht mehr ihre Arbeitsplätze erreichen, weil Handwerker nicht mehr ihren Job machen können. Und ich finde, das darf nicht sein. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung jetzt endlich ein Mindestmaß an Rückgrat zeigt. Es gibt genügend Studien, dass mit einer Hardware-Nachrüstung tatsächlich das Problem erheblich gemildert, wenn nicht sogar gelöst werden könnte. Und es kann nicht sein, dass die Autofahrer das bezahlen. Die Autokonzerne haben in den letzten Jahren saftige Gewinne gemacht. VW hat allein im letzten Jahr seinen Gewinn noch mal verdoppelt auf über 11 Milliarden. Insgesamt haben die deutschen Autokonzerne in nur fünf Jahren 100 Milliarden Euro verdient an Gewinn. Und niemand kann mir erzählen, dass diese Autokonzerne, die so viel Gewinn machen, nicht in der Lage sind, jetzt das Problem zu lösen, die Hardware-Nachrüstungen zumindest bei einer großen Gruppe der Dieselfahrzeuge vorzunehmen, und zwar auf eigene Kosten. Und ich erwarte, dass die Bundesregierung das durchsetzt, ein entsprechendes Gesetz macht. Das ist jetzt überfällig, weil ansonsten sind genau die Falschen die Leidtragenden. Und deswegen muss gehandelt werden nach diesem Gerichtsurteil. Die Gewinnerinnen und Gewinner am heutigen Tag, das sind diejenigen, die unter dreckiger Luft leiden. Was wir erleben ist, dass das Gericht Vorrang für saubere Luft in unseren Innenstädten setzt. Das ist ein großer Erfolg. Das ist ein Erfolg für vor allen Dingen diejenigen, die am meisten darunter leiden, nämlich Kinder und Kranke.
Jetzt muss die Bundesregierung endlich handeln. Fahrverbote wollen wir nicht, aber sie werden ja offensichtlich unausweichlich sein. Was ist jetzt zu tun? Erstens, wir brauchen dringend eine verbindliche Nachrüstung für die Pkw. Diese Nachrüstung muss bezahlt werden von der Automobilindustrie. Die Nachrüstung müssen die Autohersteller bezahlen, niemand sonst. Aber auch das Kraftfahrzeugbundesamt muss ermöglichen, dass diese Nachrüstung auch tatsächlich stattfinden können und dass die Autos dann auch weiter fahren können und weiter zugelassen sind. Also eine weitere Aufgabe des Bundes. Und drittens, die Bundesregierung muss jetzt dafür sorgen, dass es keinen Flickenteppich gibt in Deutschland. Mobilität geht nun wirklich über kommunale, über Ländergrenzen hinaus. Und deswegen muss klar sein, es muss eine einheitliche Regelung her. Und wir brauchen eine blaue Plakette, damit jedem Autofahrer, jeder Autofahrerin in Deutschland klar ist, hier kann ich langfahren oder hier kann ich es eben in dieser Zeit nicht. Also, der Aufgabenzettel für die Bundesregierung ist lang. Das heutige Urteil ist ein Schlag gegen Freiheit und Eigentum, weil wir uns zu Gefangenen menschengemachter Grenzwerte machen. Und jetzt muss reagiert werden darauf. Es muss alles getan werden, damit es nicht zu einer kalten Enteignung der Besitzer von Dieselfahrzeugen kommt und dass die individuelle Mobilität für Gewerbetreibende, aber auch für die Pendler nicht über Gebühr eingeschränkt werden. Wir sehen hier zuallererst die Politik in der Pflicht, all das zu unternehmen an Maßnahmen, was an den insbesondere belasteten Punkten zu einer Linderung beiträgt. Das ist intelligente Verkehrsführung, aber auch die Elektrifizierung aller öffentlichen Verkehre. Da muss nun Tempo gemacht werden. Und zum Zweiten richtet sich unser Appell an die Hersteller. All die Fahrzeuge, die zugesagte Produkteigenschaften nicht haben, also manipulierte Dieselfahrzeuge, müssen in der Hardware auf Kosten der Hersteller nachgerüstet werden. Sie wissen, wir sind sehr skeptisch bei all diesen Dingen, die mit dem Klimawandel in Verbindung gebracht werden. Das Problem hier ist, dass das meiner Ansicht nach mittelstandsfeindlich ist, dass es der Autoindustrie schweren Schaden bereitet. Und ich habe auch große Zweifel. Wir haben im Wahlkampf darauf hingewiesen, in manchen Arbeitsräumen sind mehr Stickoxide als auf der Straße. Willkürlich sind diese Grenzwerte festgesetzt worden. Dass man daraus jetzt sozusagen einen Kampf gegen die Dieselfahrzeuge macht, halten wir für völlig verfehlt. Aber das haben wir schon ganz deutlich im Wahlkampf gesagt und können das Urteil jetzt heute nicht akzeptieren als etwas, was uns allen dient. Ja, soweit die Äußerungen. Wir werden um 23 Uhr auf die drei großen Themen heute eingehen. Noch einmal zu den Konsequenzen des Urteils zu den Fahrverboten. Wir werden sprechen über die Lage in Syrien und das, was sich um die Essener Tafel tut, die Migranten vorerst ausgeschlossen hat. Dazu auch ein Interview mit Wolfgang Bosbach. Bis gleich.